Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims Mittelalter. Wir müssen uns eine neue Quest suchen und ich würde sagen, wir machen vielleicht noch eine Hauptquest, würde ich mal vorschlagen. Der gemeine Zauberer. wir machen mal den solchen Auftakt. Eine Flüchtlingswelle war kürzlich in Simsenburg eingetroffen. Beunruhigende Berichte von einer schrecklichen Krankheit, die sich überall auf dem Land ausbreitete, machten die Runde. Als letzte Rettung im Fall gefährlicher Epidemien wurde Adelasserin Christine die Aufgabe zuteil, den bevorstehenden Untergang abzuwenden. Pandemievorbereitung. Gut, dann, hier. Da mit großer Wahrscheinlichkeit eine Welle infizierter Flüchtlinge über Simsenburg hereinbrechen würde, mussten Vorbereitungen getroffen werden. Um eine Krankheit von solchen ähnlichem Ausmaß abzuwehren. Ah, und wir spielen auch mit der Ladenbesitzerin Alanis. Sie hatten wir auch noch nicht gespielt. Was hat sie für eine Aufgabe? Boden der Klinik wischen. Ich muss hier rein. Wo denn? Hier oder was? Hä? Moment, geh jetzt mal hin. Wie, da steht noch mal Selbstinteraktion. Also, hier, Boden wischen. Dann wisch du mal den Boden. Oh je. So anstrengend. Oh je. Sie hat gerade erst angefangen. Huch. Ja, anstrengend, so eine Hausarbeit, ne? ich schau mal kurz, was die Alanis machen muss. Wahrer Markstand ansehen. Warum denn? Ist ja alles geschlossen. Ware prüfen. Ach so, das geht schon. Gut. Dann prüfe mal. Als Adelasserin Christine vom frisch gewischten Boden aufsah, wartete in der Klinik die gewohnte Anzahl leidgeplagter Bürger. Doch hinter ihrem üblichen Gejammer waren Anzeichen von Panik spürbar. Ich könnte eine neue Medizinlieferung aus der Klinik gebrauchen. Außerdem muss ich mich über die Geschehnisse in der Stadt auf den neuesten Stand bringen. Okay. Drei Patienten fragen, wie sie sich fühlen. Okay, ich mach mal kurz noch mit der Alanis weiter. Was ist das denn für eine? Hä? Ah, das ist die andere Kirche oder was das war. wir müssen Neuigkeiten von zwei Leuten anhören. Und dafür muss man irgendwo anders hingehen, oder was? Das sind doch genug Leute. Schaut euch mal um. Ah. Diese geschundenen Patienten wirken panisch und für einen warmen Frühlingstag ist in der Klinik erstaunlich viel los. Das ist ein schlechtes Zeichen. Neuigkeit anhören. Oh, dass man immer die, die Beziehung verbessern muss. Ich meine, wenn ich jemanden etwas frage, dann muss ich doch nicht erstmal befreundet sein, oder? Bettlerin Abelina. wo musst du hin? Und wenn ich die Christine frage, dann geht nicht. Es müssen die Leute hier sein. Händler. Stich. nach Gesundheit fragen. Was? Abelina ist verflucht? Wieso denn das? Das hat sich angehört wie genau. Habt ihr das gehört? genau! Neuigkeit anhören. War das schon? Hä? Hä? Achso, ach, ich hab bei ihr geguckt. Ich bin so doof. Oh, ich bin nicht so, multitaskingfähig. Das ist bei mir wirklich schlimm. Das heißt zwar immer, Frauen können das besser wie Männer, aber. Besser als Männer? Ich nicht.
Wieso musst du immer hin und her laufen? Sie steht doch direkt da. Hallo. Ja, das war etwas bei Sims 2 vor allen Dingen und bei Sims 3 war es ja auch noch. Wenn da irgendwas im Weg war, dann haben die... Oh mein Gott. Dann haben die es nicht gemacht. Wie es war, ein Krümel auf dem Boden. Die sind nicht drüber gelaufen. Was ist das denn? Anfängerschläger? Ah, Königsballschläger. Sieht aus wie ein Riesenlöffel. So erstmal wieder unnötig darum reden und keine Ahnung was machen, bevor man etwas fragen kann. Ach, ich spule mal vor. Jetzt geht's. Was ist das nächste? Vorräte von Pfleger Günther erbitten. Ah. In den ländlichen Gegenden ist eine Seuche ausgebrochen. Was hat das zu bedeuten? Muss ich jetzt Angst haben? Ach, jetzt muss man mit ihm auch erstmal reden. Erst ernsthaft. Ach. Betrachten. Aha. Sie ist müde. Naja, es ist auch mitten in der Nacht. Edles Paradiesholz. Aha. Kennenlernen, keine Ahnung. Ah, jetzt geht's. So, erledigt. Jetzt geh erstmal. Marktstand öffnen. Naja, das geht ja erst am nächsten Tag, würde ich sagen. Die Christine könnte auch mal schlafen. Ah, sie geht schon. Ist schon schlafen gegangen. Sie hat sich schon selbst drum gekümmert. Wo ist dein Bett? Hier. Okay, Medizin haben wir jetzt. Was hat sie denn? Müde. Ja. Du gehst doch jetzt schlafen. Also, bis zum nächsten Tag dann. Ich schau mal, was die Christine macht. Sie ist auch noch nicht wach. So, erstmal was frühstücken. Und es gibt Krütze. So, das hier sind die Leute, wo wir fragen müssen, wie es ihnen geht. Wer hat die Bücher hier auf den Boden gelegt? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich so? Ach, sie ist noch am Essen. So, mal schauen, wie es den Leuten geht. Das hier sieht nicht gesund aus. warum muss sie dafür aufstehen? Ach nein. Dass sie dann immer die Aktion abbrechen. Wenn ich diesen wilden Berichten Glauben schenke, wird Simsonburg von einer unbekannten und lebensbedrohlichen Pandemie heimgesucht. Hier wird mein Können gründlich auf die Probe gestellt. Was müssen wir als nächstes tun? Diagnostizieren. Mal schauen, was der hat. Die Punkte sind da weg, wo er hatte. Aber nur zwei Patienten. Hä? Was ist mit ihr? Oder andersrum? Egal. Eine schlimme Krankheit festgestellt. Sie braucht mehr Konzentration. Oh, was soll ich denn tun? Okay, Steuern bezahlen und dann eine Heil... Was war das nochmal? Eine Heilsalbe herstellen. Obwohl, ich habe die Sachen nicht dafür. Schau, was du hast. So. Jetzt müsste die Konzentration doch reichen, oder? Ja, oder? Ich glaube. Ja, bei bester Gesundheit, okay. Das ist merkwürdig. Ich habe nichts gefunden, das von den gewöhnlichen Krankheiten abweicht. Ganz bestimmt nichts Ernstes. Trotzdem sind die Stadtbewohner überzeugt, von einer lebensbedrohlichen Pandemie befallen zu sein. Ich muss mich mit Pfleger Günther beraten. Okay. Was hältst du von dieser Panik? Ich muss kurz
Was hat sie denn? Grießcremig. Sie muss ihren Marktstand öffnen. Keine Objekte? Ja, wie mache ich das denn? Durch Handel ein Stück Holz beschaffen und zu Tischler bringen? Wie geht das? Hä? Frachtraum öffnen? Keine Ahnung, ich, hä? Machen wir mal das. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oh nein. Gott sei Dank. Ich jedenfalls bin besorgt. Während meiner gestrigen Runde haben zwei Dorfbewohner nicht auf meine übliche Behandlung angesprochen. Ich habe noch nie eine Kombination aus den Symptomen gesehen, die sie aufweisen. Okay, mal schauen, was sie hier jetzt macht. Keine Ahnung, wo ich Ware herbekomme. Kann mir das mal jemand erklären? Ich würde mal logischerweise sagen, mit dem Schiff irgendwo hinfahren, Sachen kaufen, besorgen, was auch immer. Und sie dann hier verkaufen. Ich weiß auch nicht. Ich bin keine Händlerin. Da ist nichts. Hä? Was soll ich denn tun? Was mach ich? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hä? Eine Erklärung wäre schön oder so. Also so eine Anleitung, keine Ahnung. Wo bekomme ich jetzt Holz her? Aus dem Wald? Ich weiß ja nicht. Hä? Wo ist denn der Wald? Wo ist der? Spaziergang machen. Hä? Oh Mann. Ich brauche Holz. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade etwas überfordert. Wo bekommt man Holz her? Oh, das war ja so klar. Objekte. Ist hier irgendwo Holz? Nein, natürlich nicht. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich Holz herbekomme. So, Moment. Ich versuche es jetzt mal zu googeln. Einen kleinen Moment. So, also laut Google muss man Pilze sammeln und in den Frachtraum legen und nach Werkesloh fahren. Muss ich das verstehen? Was hat das für einen Sinn? Hä? Wo gibt's denn Pilze? Oh Mann. Oh, ich kaufe die jetzt einfach. Wie soll man denn da drauf kommen? Ist mal im Ernst. Lebensmittel. Bitte. Ah, hier, Pilze. Ich weiß nicht, wie ich holen muss. Ich nehme mal 5 Stück. Keine Ahnung. So, und jetzt zum Schiff. Wo ist... Da. Frachtraum öffnen. Und angeblich soll dann das Holz da sein. Aber trotzdem, wie soll man denn darauf kommen? Ich verstehe das nicht. So, Pilze. Und jetzt Segel nach. Werkesloh. Da soll es wohl Holz geben, keine Ahnung. Also anscheinend haben wir in Simpsonburg kein Holz, leider. Also müssen wir woanders hin. Okay, ich hole mal vor. Der verrückte Kerl im Ausguck hat schon wieder was von einer geheimnisvollen Insel am Horizont geschrien. Auf der Karte ist jedenfalls keine eingezeichnet. Die versammelte Crew schaute gespannt auf das Viererdeck und wartete auf Anweisungen von Ladenbesitzerin Alanis. Geh der Sache nach. In den Gewässern befanden sich viele Inseln, die auf keiner Karte eingezeichnet waren. Alanis hatte von der Crew die wildesten Gerüchte darüber gehört. Man konnte schließlich nie wissen, was man entdecken würde. Auf Kurs bleiben. Gerüchte von geheimnisvollen Inseln und vergrabenen Schätzen waren Ausgeburten der Fantasie von verbrannter, grockgetränkter Segler. Was heißt denn grockgetränkter? Krokgetränkter Segler, Entschuldigung. Die zu viel Zeit hatten. In dieser Situation war gute altmodische Führungsqualität gefragt. Ladenbesitzerin Alanis würde auf Kurs bleiben. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Einfach so aus Spaß.
kann nur schlecht geendet sein. Moment. Alanis erlaubte der Crew, die Insel zu erkunden, doch nach stundenlangem Suchen und Wühlen hatten sie nur ein paar Kräuter, Blumen und den Schmerz, den es bereitet, wenn Träume mal wieder an den rauen Felsen der Wirklichkeit zerschellen. Entmutigt. Oh. Wer ist das eigentlich hier? Magda, die Schurkenpiratin. Aha. Naja. Mal vorspulen, bis jemand wieder kommt von denen. Ah, Pilz gehandelt für Holz 2. Woher willst du wissen, dass die Holz haben, dass die Pilze wollen? Muss ich das jetzt verstehen? Oder bin ich einfach total dämlich mal wieder? So, ich habe jetzt, wo haben wir denn einen Tischler? Hä? Tischler? Wo haben wir... Tischler? Was ist das überhaupt? Was war das? Ne, das ist die Schmiede. Ah, Schmiede mit Markt. Ja, Schenkel. Wir haben doch keinen Tischler, oder? Ich muss meine Handelsbeziehungen weiter pflegen, um ein lokaler Tisch... Und ein lokaler Tischler hat um ein Stück Holz gebeten. Ich muss nach Werkeslos segeln. Ach, hier steht's. Aber das mit den Pilzen verstehe ich jetzt auch nicht. Da steht jetzt aber nichts von Pilzen. Okay, ja. Wie liefere ich dem das jetzt mit dem Schiff wieder, oder was? Nee. Hä? Hm. Wem soll ich denn geben? Okay, ich habe keine Ahnung. Kann ich die Sachen jetzt nicht verkaufen oder so? Das Holz? Nee, auch nicht. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach zum Dorfladen, kaufe dort irgendwas und verkaufe das. Das macht keinen Sinn, aber egal. Das ist halt die Aufgabe. Was soll ich tun? Mal schauen, was die Christi machen muss. Ah, ein schwaches Heiltonikum und eine schwache Heilsalbe herstellen. Okay. Eine schwache Heilsalbe braucht man. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwelche Kräuter und sowas. Okay, eine schwache Heilsalbe. Da braucht man Mutwurzel, Blutmoos. Zwei Mutwurzeln und drei Blutmoose. Keine Ahnung, Blutmoos. Und für den Tonikum Mutwurzel und zwei Wildblumen. Wildblumen sammeln. Mutwurzel, Tollkirsche, Wildblumen. Und diese Simse, die bekomme ich wo? Nochmal nur im Dorfladen oder was? Wie weit ist sie? Oh, sie muss mal was essen. So, was soll die denn kaufen? Lebensmittel? Geflügel? Käse vielleicht? Weizen? Ich mache hier sowas von Minus statt Plus. Keine Ahnung, das sollte reichen. Inmitten der geschäftigen Stadt nahm Ladenbesitzerin Alanis ein Stück weiter plötzlich Tumult wahr. Alanis drängte näher und bekam eine unglaubliche Szene zu Gesicht. Zwei Räuber drangsalierten eine hilflose Mutter mit ihrem kleinen Kind. Scheinbar wollten die Ganoven ihr eine Tasche entreißen. Mutter helfen. Alanis eilte der Mutter zur Hilfe und schrie, »Halt, Diebe!« Leider ließen sich in dem Gedränge die vielen anderen Räuber und Alanis nicht ausmachen. Nur wenige Augenblicke später lag Alanis wegen der zahlreichen Knüppelschläge, die sie kassiert hatte, am Boden. Aua. Och komm, geh nach Hause. Es hat keinen Sinn mehr mit dir heute. Wir müssen sowieso ein Heiltonikum herstellen. Geht das jetzt oder fehlt mir noch was für ein Heil... Ah, das reicht. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich mach mal schnell. Und ausliefern. Ah. Okay, schaffen wir doch nicht. Also, Heiltonikum haben wir. Und jetzt noch eine Heilsalbe, aber da fehlt ja noch was. Es geht doch. Haben wir noch gehabt. Na dann. Erledigt? Ja. So, und jetzt leidgeplagten Bauern untersuchen. Ihn hier, okay. Diagnostizieren. Warum ist er orangen, die gelb? Ist bei ihm schlimmer?
Pemsit Mifepubarum. Warum? Warum macht ihr euch das Leben so schwer? Beru. Und leider schaffe ich die Aufgabe nicht zu erledigen heute. Also die Quest. Adalasserin Christine hat festgestellt, dass Quintus bei der besten Gesundheit. Bei bester Gesundheit ist. Oder hier untersuchen. Nein. Nein, es ist eine Behandlung. Ich mache noch ihre Aufgabe hier und dann beende ich die Folge und hoffe, dass ich. Und hoffe, dass ich bei der Alanis weiterkomme. Eine Seuche festgestellt. Gelb angelaufen, schwitzige Haut, geschwollene Zunge, Nesselfieber und Warzen auf den Augenlidern. Pfleger Günther hatte recht. Diese Kombination von Symptomen habe ich noch nie gesehen. Vielleicht habe ich etwas, das hilft. Was sollen wir ihr geben? Heilmittel verabreichen. Heilsalbe? Keine Ahnung. Naja, ich hoffe, es hilft. Hier, nimm meine Heilsalbe und schmier sie dir überall drauf. Kevin Saravane. Oh. Morgan. Ja, genau. Genau so. Richtig. Ja, oh. Nun, das hat nicht funktioniert. Jetzt trieft irgendwas aus den grässlichen Warzen am Augenlid. Wie weit hat sich diese Krankheit wohl schon ausgebreitet? Der Händler sieht viele Leute, vielleicht weiß sie mehr. Okay. Oh Gott, wie sie schaut. Naja, wir schaffen das heute leider nicht mehr. Also sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.